Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen, werte Kollegen. Der Antrag ist irgendwie sehr vage und sehr schwach formuliert. Und jetzt, nachdem ich die Redebeiträge gehört habe, wird mir auch ein bisschen klar, warum. Es gibt da offensichtlich Unstimmigkeiten in der Koalition und das kommt in dem Antrag auch zum Ausdruck. Trotzdem ist er in der Sache her für uns eigentlich weitgehend zustimmungsfähig. Es fehlen uns ein paar Punkte, die werde ich gleich noch ansprechen. Aber Herr Evers, ich sehe es ein bisschen problematisch an, dass Sie in diesem Antrag ein Festhalten am Kollhoff-Masterplan sehen, denn Sie sagen zwar, der Hochhausstandort soll erhalten bleiben, aber Realisierungsabsichten gibt es nur für ein einziges Kollhoff-Hochhaus nach dem Kollhoff-Plan. Und das ist noch nicht mal streng nach diesem Plan, sondern da sind Anpassungen nötig. Also kann man den Kollhoff-Plan durchaus als gescheitert betrachten. Und ich denke, das sollten wir dann auch im Ausschuss und in der weiteren Diskussion ruhig offen sagen dürfen. Die Planung dort muss überarbeitet werden. Das hat auch Frau Lüscher schon klar gemacht und den Wunsch geäußert. Und ich denke, deswegen nützt auch ein Festhalten an der Kollhoff-Planung hier nicht. Das Hochhaus am Alexanderplatz schadet aus unserer Sicht nicht unbedingt, aber es verbessert auch nicht die Aufenthaltsqualität am Alexanderplatz, weil die Aufenthaltsqualität wird vor allem durch die Erdgeschosszone definiert und das Hochhaus ist nur ein Aushängeschild, was nach außen in die Stadt wirkt. Auch vom Wohnungsmarkt her nützt das Hochhaus, das Heinz-Hochhaus, wenig, denn es ist eine aufwendige und hochpreisige Wohnlage, die keine Lösung unserer wohnungspolitischen Probleme bieten kann. Es bringt höchstens eine leichte Entspannung im hochpreisigen Segment, aber das ist ja nicht das Problem, was wir in der Stadt haben. An allen anderen Stellen des Kollhoff-Plans, und es gibt ja da ungefähr 10 Hochhausstandorte, gibt es keine Realisierungspläne. Die Bestandsbauten sind zum Teil saniert. Einige Bauten, die dort auch noch stehen und die überplant werden sollten, sind aber durchaus viel kostengünstiger und günstiger auch zu sanieren und sollten deswegen auch erhalten werden. Und eine weitere Planung sollte das auch widerspiegeln. Die Aufrechterhaltung des Kollhoff-Masterplans ist somit nicht zielführend. Auch die verbleibenden Freiflächen, also zum Beispiel der eine Standort hinter dem Kaufhaus, war ja auch für ein Hochhaus vorgesehen, sollten durchaus für die Öffentlichkeit erhalten bleiben. Und deswegen sehen wir da auch einen Überarbeitungsbedarf. Eine wichtige Frage noch bei der Überarbeitung ist vor allem die Frage der Bürgerbeteiligung. Wir hatten ja das schon in der ersten Runde dazu einen Vorschlag unterbreitet, wie man die Bürger beteiligen kann und nicht nur die Investoren und die direkten Anwohner. Und das wäre ein Bürgergutachten oder diese Planungszelle. Der Senat ist ja mit dem Instrument durchaus schon vertraut und hat am Tempelhofer Feld zum Beispiel auch damit schon gearbeitet. Diese dient dann zur Kanalisierung von Ideen und Anregungen aus der breiteren Bevölkerung und ist in unserer Sicht ein gutes Mittel, um dort zu einer sinnvollen Überarbeitung der Pläne zu kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.